Also herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Clemens Bittner, er ist 35 Jahre alt. Er macht Filmproduktionen und für Events hat er sich spezialisiert. Er hat schon für Mercedes gefilmt, macht Golfturniere und Christian Bischoff hat er bei Events auch schon begleitet und macht davon dann die ganzen Videos, Produktionen und Filmproduktionen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass es geklappt hat. Clemens, herzlich willkommen. Ja, Sven, schön bei dir zu sein. Freue mich sehr. Echt cool. Ja, ich habe dich schon beim Walter schon gesehen im Interview, fand ich sie super sympathisch, habe ich gesagt, Clemens musst du auf jeden Fall unbedingt auch einladen zum Podcast. Und jetzt bist du da und jetzt fangen wir direkt an, wenn dich jemand fragt und sag mal, Clemens, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ja, ich würde sagen, ich bin mit Leib und Seele, mit ganz viel Herz Filmemacher. Ich liebe es einfach. Und zum einen liebe ich es, Momente zu dokumentieren. Das ist das eine, warum ich Filme machen liebe. Und das andere ist, die Kreativität, die innen so im Kopf entsteht, nach draußen zu kehren. Ne? Also Ideen auszuleben, das ist wie so eine Reise in die Kindheit. Das ist so mein Warum. Ne? Also ich liebe es einfach. Und was ich konkret mache, ist, ich habe eine Filmproduktionsfirma in München und wir produzieren Eventfilme für Firmen wie Mercedes oder du hast auch angesprochen schon, für Christian Bischoff, teilweise auch dann fürs Fernsehen, Vox und Bayerischer Rundfunk. Aber die Besonderheit bei den Eventfilmen ist oftmals, dass wir schon vor Ort quasi den fertigen Film dann zeigen. Und es ist halt so das Event auf dem Event. Also das heißt, die Teilnehmer, wenn sie vor Ort sind, die sehen sich dann auf großer Leinwand und das ist natürlich irgendwie immer so, du siehst ein Funkeln. Ne? So stolz und auch irgendwie natürlich, sie werden emotional berührt. Und das ist halt so die Besonderheit bei so einem Event. Das geht dann nochmal viel tiefer. Die tragen es dann richtig so im Herz. Sie können natürlich auch immer wieder angucken im Nachhinein. Aber so direkt am Abend ist halt so ein absoluter Wow-Effekt. Ne? Und parallel bin ich jetzt ins Coaching rüber gewechselt. Also ich vlogge eben auch. Ich bin jetzt eben auch seit 2 Jahren regelmäßig selber vor der Kamera. Baue jetzt so meinen YouTube-Kanal auf und meine Community und freue mich jetzt daran, meine Erfahrung als Vlogger, aber auch als Filmemacher weiterzugeben an andere. Das heißt, ich helfe anderen Menschen dabei, sich besser durch Video zu positionieren, zu vermarkten und damit ihre Wunschkunden dann auch zu bekommen. Wann hat es denn bei dir angefangen? Also wann hat sich denn so das Feuer gebrannt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich Filme, jetzt mache ich Videografie? Naja, relativ früh eigentlich, aber das war relativ früh auch kein professionelles Level, aber ich habe halt irgendwann so die Kamera von meinem Vater entdeckt. Das war so mit, ich würde sagen so mit 14, mit 13, 14, das war damals noch analoge Kamera, das war nicht so intuitiv wie heute mit dem Smartphone und auch überhaupt nicht normal, dass man eine Kamera hatte, aber mein Vater hatte eine, hat immer im Urlaub so gefilmt und das hat mich da eigentlich eher gestresst, genervt und ich habe dann nach so einem Urlaub, bei dem er gedreht hat, dann mir so die Aufnahme angeguckt und habe gesehen, ich habe mir so eine Fratze gezogen und dachte mir dann irgendwie eigentlich schade, weil das sind ja mega geile Erinnerungen und jetzt ziehst du da jedes Mal so eine Fratze. Also sei dir doch dessen Wert eigentlich bewusst, diese Momente, wie ich es ja auch vorhin schon gesagt habe, die Momente eben einfach zu dokumentieren, festzuhalten, für immer verewigen. Und dann hat sie mir gearbeitet und dann habe ich immer mal wieder auch die Kamera dann so bei Events mit Freunden mitgenommen, auch Urlaube, auch mal eine Party, also ein Besäufnis dokumentiert oder am nächsten Tag dann angeschaut, was wir denn da so getrieben haben und das war halt sauwitzig. Ne? Da war natürlich noch nichts mit Schnitt oder so, ne? Es war eher mal so den Moment festhalten und irgendwann so nach 2, 3 Jahren habe ich dann schon auch gedacht, vielleicht mal mit Schneiden anfangen, weil da entsteht dann der Film. Und so hat es eigentlich angefangen. Das erste größere Filmprojekt war dann für meinen Fußballverein. Natürlich noch vollkommen auf Laienbasis, aber wir hatten so ein 100-jähriges Jubiläum vom Fußballverein. Und da stand eben der bunte Abend auf dem Programm. Also das ganze Dorf, ich komme aus dem Dorf in der Nähe von Karlsruhe. Da haben wir dann einen bunten Abend gehabt und die Mannschaft durfte dann einen Film drehen. Und ich habe das dann federführend übernommen als Regisseur, als Moderator und habe dabei so eine richtige Flamme in mir erlebt, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, wo habe ich denn dieses Feuer gemerkt, dass da Feuer ist. Und das war eben dieses Projekt. Ein halbes Jahr haben wir da wirklich dann für dieses Projekt gelebt. Und dann kam die große Premiere, der bunte Abend, wo dann der Film vorne gezeigt wurde, vor 400 Menschen. Und ich durfte dann
auch noch teilweise auf der Bühne stehen, auch gerade am Ende. Und da gab es Standing Ovations nach dem Film und die Menschen sind ausgetickt und ich hatte sowas noch nie erlebt, so eine Wertschätzung, und das hat wahnsinnig gut getan. Mir sind die Tränen runtergekullert, Gänsehaut, und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, das solltest du vielleicht beruflich machen. Das war so der Schlüsselmoment, dann zu sagen, okay, pack's mal professionell an. Ich war damals Industriekaufmann und habe dann gedacht, jetzt musst du was ändern. Ja, sehr cool. Also es klingt sehr bewegend. Das ist so schöne Momente im Leben, die man einfach nicht vergisst, oder? Die dann einfach so bleiben, wo man sagt, das war so ein Wendepunkt. Das finde ich, hast du sehr schön beschrieben. Finde ich super cool. Jetzt hast du ja angefangen, dann hast gesagt, okay, ich mache jetzt Videos. Und wie ging es dann weiter? Also dann hast du gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Kamera. Oder wie genau, was war so die ersten Schritte, wie du angefangen hast? Ja, erstmal war das eben die Phase Industriekaufmann. Ich habe noch die Ausbildung vernünftigerweise beendet. Die ging dann noch so ein halbes Jahr und dann habe ich mich natürlich parallel beworben in München zum Beispiel oder auch in Köln. Oder ich wurde aber dann in München genommen für ein Praktikum, damals noch eine Produktionsfirma in der Redaktion. Und das war für mich natürlich ganz gut, um einzusteigen in die Branche, um alle möglichen Bereiche erstmal kennenzulernen. Ich wusste ja jetzt nicht, für was ich da geboren bin. Ne? Also bin ich jetzt Redakteur, bin ich Journalist, bin ich Kameramann, bin ich Cutter, wie auch immer. Und da hast du halt Einblicke bekommen in alle Bereiche und dann auch natürlich gemerkt, was du nicht kannst. Und das war erstmal schon auch ein bisschen manchmal auch entmutigend, wenn du immer so aufgeschaut hast. Ne? Du warst halt so der kleine Praktikant, auf dem Dorf gefeiert, aber in München ein ganz kleines Licht. Da hast du gemerkt, ja, die haben nicht auf dich gewartet. Und da musst du von vorne anfangen. Ne? Und dann aber sehr schnell eigentlich Erfahrungen gesammelt und natürlich auf die Schnauze gefallen. Am Ende von meinem Praktikum hieß es dann vom Seiten des Chefs, ja, Clemens, ich sehe dich so als ewigen Praktikanten. Oh, geil. Und das war schon ein Dämpfer, ne? Weil du halt natürlich hast du nicht die Erfahrung und natürlich bist du noch nicht so weit. Was er aber damit halt gemeint hat, ist, ich kann sehr gut zuarbeiten, aber ich habe halt keine eigenen Projekte vorzuweisen. Und ich hatte natürlich auch ein Stück weit Angst, Fehler zu machen, weil der Chef natürlich auch Fehler bestraft hat. Ne? Und das fand ich keine gute Führungsweise. Nee. Aber zu dem Zeitpunkt, da war ich 22 oder sowas. Oder 23, und da kannst du das ja noch nicht so gut reflektieren. Und dann ist das erstmal ein Dämpfer, weil hängen bleibt erstmal, oh, du bist ein ewiger Praktikant. Ne? Das ist schon ein Dämpfer. Aber dann ging es weiter mit DSF, da war ich eben beim Deutschen Sportfernsehen und habe da weiter Erfahrungen sammeln können. Auch natürlich meine Erfahrungen, die ich im ersten Praktikum schon sammeln konnte, dann eingebracht und dann auch schnell gemerkt, oh, ich gehöre eigentlich zu einem der Besseren. Und konnte dann eben auch eigene Projekte umsetzen, was mir beim ersten Praktikum quasi vorgeworfen wurde. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für sich immer mitzunehmen. So, und musst halt auch eigene Projekte musst du vorantreiben. Ne? Es ist schön, mit anderen zusammenzuarbeiten, aber es ist auch mal ganz gut, selber den Hut aufzuhaben und vielleicht die Leute so zu lenken, reinzuholen ins eigene Boot und dann wirklich ein eigenes Projekt dann zu machen. Und das habe ich da gelernt, ja. Jetzt im Nachhinein, würdest du sagen, das war cool vom Chef, dass er dir das so jetzt knallhart gesagt hat? Oder war das so der Ansporn? Da gibt es auch ein cooles psychologisches Wort für, aber ich habe es leider wieder vergessen. Dass du gerade so und jetzt erst recht Haltung machst, du weißt besser. Ja und nein. Ne? Also ich fand, der Inhalt, den er gebracht hat, war eigentlich richtig. Also mir den Arschtritt zu geben. Und man sagt ja auch, man wird eigentlich nur kritisiert von Leuten, die einen nach vorne bringen wollen. Mhm. Ne? Das heißt, man ist denen auch irgendwie auf eine Art wichtig. Aber der Ton macht die Musik. Naja, gut. Wenn du natürlich so ein Brett vorm Kopf bekommst, dann ist es schon so, dass du denkst, wow, das sitzt tief. Ist es überhaupt was für mich? Ne? Oder soll ich lieber wieder nach Hause zu Mutti ins sichere Nest? Aber auf der anderen Seite ist es halt eine Prüfung. Ne? Eine Prüfung an dich selbst. Willst du es denn wirklich? Also das war die Frage an mich selbst, die innere Frage. Und die kam halt sehr, sehr früh in meiner Karriere. Und ich glaube, ich bin dann letzten Endes gut damit umgegangen, indem ich es erstmal habe sacken lassen, natürlich auch mit anderen Menschen darüber gesprochen habe, aber dann einfach weitergemacht habe, neue Erfahrungen, weil das ist ja nur eine Sichtweise gewesen. Aber sie hat mich natürlich gepusht. Und letzten Endes konnte mich
danach nicht mehr viel schocken, weil ich eigentlich das Schlimmste schon am Anfang erlebt habe. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich habe Praktikanten, dann äußere ich die Kritik anders. Produktiver, konstruktiver, nicht so wirklich so in die Fresse, sondern differenzierter. Da gibt es ja so schöne Feedback-Regeln, hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist das Hamburger Modell, oder? Erzähl mal. Das ist quasi wie drei Scheiben vom Hamburger. Das erste ist lecker Brot, das in der Mitte ist die eigentliche Nachricht und dann kommt nochmal lecker Brot. Die erste Nachricht ist quasi, hör mal, ich finde das total super, dass du jetzt die Kiste von A nach B geschleppt hast und jetzt kommt die Nachricht. Ich würde aber gerne, dass die Kiste nächstes Mal heile ankommt und dann hinterher nochmal und ich denke mal, beim nächsten Mal kriegst du dahin, dass die Kiste heile ankommt. Ist jetzt so ganz einfach runtergebrochen, aber das ist so diese Feedback. Ja, ich kenne es auch so als Sandwich-Taktik, aber das finde ich auch eigentlich ist sehr gut. Ja, also sollte auch der Blick sollte nach vorne gerichtet sein. Genau, ne? Ja. Er hat letzten Endes, hinten raus war das auch so, was er mir auf den Weg geben kann und so weiter. Ne? Aber es war halt wirklich nicht so Sandwich-mäßig, sondern gleich flatsch in your face. Ne? Die ganze Frage. Ja gut, aber es hat ja geholfen. Also du bist ja jetzt auch letzten Endes hat es geholfen, ja. Das ist schon mal cool. Ja, und jetzt, du hast jetzt dann selber eine Firma gegründet und dann habe ich mir mitgekriegt, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt von dir, dann war das erstmal nicht so der Hit. Dann ist das nicht so gut gelaufen und dann ist es wieder super gelaufen. Und dann, was war dann so der Moment, was mich so interessiert, wo du dann die Kurve gekriegt hast, wo du dann ja nochmal gesagt hast, so jetzt erst recht. Wie hast du dann genau die Kurve gekriegt, dass es dann erfolgreiche Produktionen dabei rumgekommen sind? Also ich glaube, dass es völlig normal ist, wenn man losgeht, dass es zu Problemen führt. Das ist, wenn du ein Auto kaufst, dann weißt du, dass du im Stau stehen wirst. Du wirst vielleicht auch mal einen Unfall haben oder es wird Reparaturen geben. Das ist, wenn du ein Baby bekommst, weißt du auch, es wird schreien. Und es muss auch mal Windeln wechseln. Das ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, es wird dich nicht nur angrinsen. Das ist einfach so, ja. Und genauso ist es auch mit der Selbstständigkeit. Im Nachhinein kann ich das natürlich darüber sagen, dass wenn du losgehst, dann wird es Probleme geben, definitiv. Aber das ist auch das Spannende, ne? Damit wächst du. Und ich hatte natürlich riesen Krisen. Ja? Und im Nachhinein bin ich froh darum, aber davor ist, glaube ich, viele erfolgreiche Menschen haben diese Krisen durchgemacht. Bei mir ist es konkret die Krise gewesen, Anfang 2000 oder Mitte 2012, wo wirklich, da war ich 2 Jahre selbstständig, wo wirklich gefühlt jeder Auftrag weggebrochen ist. Ne? Ich war irgendwie an ganz ordentlich gebucht und dann ist aber auf einmal ein Auftrag nach dem anderen weggebrochen. Und dann war natürlich irgendwie auch das Geld alle. Ich habe selbst nicht damals glamourös gelebt. Es war eine Einzimmerbude in München und jeder weiß, der München kennt, München ist nicht gerade günstig. Und irgendwann hatte ich keine Kohle mehr. Nach 2 Jahren Selbstständigkeit, du denkst natürlich schon, da stellst du die Frage so, wofür mache ich denn das alles? Ja, ich gebe hier wirklich Gas und nage hier am Hungertuch, dann kann ich genauso irgendwo auch am Band arbeiten, verdiene ich besser. Ne? Und dann war wieder die Frage, scheiße, ich muss meine Eltern nochmal anpumpen wegen irgendwie 500 Euro. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Und da hast du Probleme mit Selbstvertrauen. Aber auch da ist wieder die Frage, willst du es denn wirklich? Ne? Die innere Frage. Und das war wirklich eine Riesenkrise. Und ich habe damals, es gibt nicht dieses eine Rezept, aber ich habe ein paar Dinge, glaube ich, im Nachhinein richtig gemacht. Erstmal, so, jetzt mal durchatmen. Innehalten, auch reflektieren. Ich habe zu der Zeit angefangen, ein Videotagebuch zu machen. Also einfach MacBook aufgeklappt, reingelabert in eine Webcam und aufgenommen, aufgezeichnet, rausgelassen irgendwie. Manche Dinge musste ich mit mir selber damals ausmachen. Und das war, glaube ich, erstmal gut, das rauszulassen. Ich habe vor kurzem so einen Schnipsel dann wieder gefunden von einem Videotagebuch und von dieser Zeit von Mitte 2012 und sehe halt wirklich diesen Spiegel aus der Vergangenheit, wie ich davor sitze und denke so, boah, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ja, ob ich zurückgehe oder wie auch immer. Ne? Und wenn du das natürlich siehst, jetzt mit der Distanz von heute, wo du sagst, naja, es war eigentlich gar nicht so ein schwerer Weg. Und wenn du diesen Spiegel aus der Vergangenheit siehst, dann denkst du, Alter, du warst ja richtig am Boden. Ne? Aber ganz wertvoller Schatz eigentlich, den ich da noch in der Schublade habe und wo ich auch, glaube ich, anderen jungen, aufstrebenden Filmemachern oder generell Selbstständigen sehr viel Mut machen kann. Also das Video, ich habe darüber ein Video gemacht, gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Da geht es eben um meine größte Krise. Und
Das war, wie gesagt, erstmal wichtig, das für mich zu reflektieren. Dann hast du natürlich den Punkt mit der Kohle. Klar, du brauchst dann einfach kurzfristig auch Kohle. Da habe ich angefangen mit Hochzeitsfilmen. Und du kennst es ja auch. Also gerade am Anfang ist es eigentlich, da verdienst du relativ schnell ordentliches Geld, ne? Zumindest so Geld, dass es dich über Wasser hält. Und ich hatte mich dann damals auch zum ersten Mal so ein bisschen mehr mit Verkaufen auseinandergesetzt, ne? Du hast halt dann einfach diese Verkaufsgespräche und musst es schmackhaft machen. Und das hat mich gerade kurzfristig dann finanziell wieder über Wasser gebracht, sage ich mal. Und was den Kopf anging, was das Mindset anging, hat mir wahnsinnig gut getan, dass ich zu der Zeit angefangen habe, ehrenamtlich zu arbeiten für eine Stiftung, die sich um Waisenkinder kümmert. Young Wings heißt die. Heute ist Thomas Müller zum Beispiel der Botschafter der Stiftung und die machen ganz viele tolle Projekte für Waisenkinder, Filmworkshops zum Beispiel. Also sie können quasi ihre Trauer kreativ in Filmen verarbeiten. Da gab es eben so ein Projekt, Kurzfilmprojekt, wo Experten der Filmbranche die Kinder anleiten und denen zeigen, wie man einen Film dreht. Und jedes Kind sollte dann einen einminütigen Kurzfilm drehen. Und ich bin eben dann in Kontakt gekommen mit der Stiftung und habe über dieses Projekt dann einen Film gemacht. Und es war für mich so berührend und danach gab es auch keine Entscheidung, soll es weitergehen oder nicht, sondern ich wusste, von da an werde ich für die Stiftung ehrenamtlich die Filme oder die Projekte für die Stiftung machen und sie unterstützen. Und das hat meinen Blick auf mein Leben komplett verändert, weil ich dann gesehen habe, ja gut, was sind denn meine Probleme gegen die Probleme der Kinder, die in jungen Jahren, keine Ahnung, mit 6, 7 Jahren da ein oder beide Elternteile verlieren, mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, als ich jetzt in dem Moment. Und das war, glaube ich, sehr, sehr gesund für meine Birne, mich selber nicht zu ernst zu nehmen und wertzuschätzen, was für ein tolles Leben ich eigentlich führen darf und dass es wirklich eigentlich Peanuts sind gegen solche Probleme, die Kinder durchmachen und auch die Stärke zu sehen in deren Augen. Jetzt geht's weiter, Ärmel hochkrempeln und gleichzeitig habe ich noch gesehen, ich kann mit meiner Arbeit etwas Gutes tun. Also ich habe einen Sinn in meiner Arbeit gesehen. Also ganz viele Aspekte durch diese ehrenamtliche Tätigkeit. Deswegen, ich kann es auch jedem nur ans Herz legen, engagiert euch ehrenamtlich, weil es tut wirklich sehr, sehr gut und man tut damit wirklich was Gutes, anderen, aber auch sich selbst. Super. Und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie hast du das, du hast jetzt ehrenamtlich das gemacht, davon kann man ja auch nicht leben. So, ich finde es Ja. super cool, dass du das machst. Das ist nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber wie bist du da dann rausgekommen und hast dann weitere Aufträge bekommen? Hat dir das noch mehrere Aufträge gebracht dann? Ja, wirtschaftlich muss ich sagen, wie ich es ja schon angedeutet habe mit den Hochzeitsfilmen. Und man darf es nicht unterschätzen mit den Hochzeitsfilmen, weil dort ist ja ein unglaubliches Netzwerk, ne? Also ich hab ja damals auch schon angefangen mit diesen quasi Filmen, die am Abend gezeigt werden auf der Hochzeit. Das heißt, du hast einen ungeheuren Werbeeffekt, ne? 100 Leute sehen dann quasi diesen Film und diese 100 Leute kennen ja auch wieder Leute, die vielleicht auch einen Film brauchen, sei es auch einen Hochzeitsfilm. Oder die sitzen ja auch oftmals in Firmen und haben auch Filmaufträge zu vergeben. Und darüber habe ich dann zum Beispiel einen ersten Auftrag bekommen, der über 10.000 war. Ne? Das ist natürlich auch wieder so eine Marke, die auch Selbstvertrauen gegeben hat. Ne? Und zu sehen, okay, ich kann es wirklich, ich kann das auch abwickeln, so ein Projekt für über 10.000. Und das hat mich wirklich aus diesem finanziellen Sumpf herausgebracht. Also für mich war wirklich das Rezept, die Hochzeitsfilme, ja. Ja, sehr cool. Super. Dankeschön. Genau, das war eigentlich das, was ich auch hören wollte, weil das war, habe ich mir schon so gedacht, dass das durch andere Aufträge, dass das so zusammenspielt und kommt. Wir sind noch bei dir und zwar. Du hast jetzt viel über Videos erzählt, das Emotionale ist genau das, also da muss ich gar nichts mehr zu sagen, weil das ist eigentlich genau das, was ich auch meine. Jetzt du selbst, was machst du denn, um von diesem ganzen Stress jetzt, du hast jetzt mehrere Sachen zu tun, so loszukommen, für dich selber in deiner Freizeit, was machst du da genau? Ich reise sehr gerne. Das ist das, was mir wahnsinnig gut tut, rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Wir kennen das ja alle, irgendwie die Decke fällt mal auf den Kopf. Und ich versuche einfach immer wieder Neues zu entdecken, mir die Neugierde beizubehalten, so diese kindliche Frische, dass ich nicht irgendwie so versumpfe im Erwachsendasein. Und diese Neugierde und
die Erweiterung meines Kosmoses, sage ich mal, die tut mir sehr, sehr gut. Die sorgt immer für eine herrliche Frische. Ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel einfach für 12 Tage in Florida. Und das hat wieder so wahnsinnig gut getan. Es war Urlaub verbunden mit Filmen, mit Netzwerken und neue Leute kennenlernen, neue Projekte voranbringen. Also das heißt, es ist so Hobby und Beruf zusammen, ne? Und dann bin ich zurückgekommen aus Florida und dann bin ich mit meinen Kumpels auf eine Mallorca-Party hier in Ebersberg. Also das war wieder ein sehr, sehr geiler Kontrast und das liebe ich, ja. Diese Vielseitigkeit, die vielen Facetten. Und da habe ich gesehen, ey, wie spannend das Leben wieder sein kann und wie unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich auf den Weg geben kann, dass man nicht zu einseitig leben sollte, nicht sich nur mit einem bestimmten Typ Menschen umgeben soll, sondern ganz viele unterschiedliche Menschen auch umgeben. Das tut mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Und immer neugierig bleiben. Cool. Wo siehst du dich denn selbst in 10 Jahren? In 10 Jahren, glaube ich, habe ich meine Tätigkeit als Coach noch viel mehr ausgearbeitet oder ausgebreitet. Ich glaube, dass da noch viel mehr möglich ist, dass ich so vielen anderen Menschen mitgeben kann. Letzten Endes hat es ja mit der Stiftungsarbeit angefangen, wo ich auch schon andere Leute gecoacht habe. Und ich sehe, dass durch Videos, das so, was wir ja jetzt machen, so viel möglich ist, dass das einfach die Zukunft ist. Und es ist schön, jetzt die eigene Erfahrung an andere weiterzugeben. Das ist bei mir jetzt echt noch in den Kinderstiefeln, aber auch selbst jetzt ist die Erfahrung schon so geil, wenn ich ein Coaching mache, wenn ich immer so sehe beim anderen, da gehen die hier Lichter an in einem Raum, der vorher komplett dunkel war, da ist am Ende total hell erleuchtet. Das zeigt mir irgendwie so, was man für einen Impact haben kann und wie man das Leben von anderen Menschen krass positiv beeinflussen kann. Und das möchte ich in Zukunft noch viel, viel mehr machen. Natürlich werden die Eventfilme weiterhin größer, Festivals und sowas. Also da ist viel geplant, große Festivalfilme. Aber gerade was die Coaching-Tätigkeit angeht, das wird noch viel größer. Seminare ausrichten, gerade Selbstständigen, kreativen Selbstständigen helfen, sich besser zu vermarkten und damit ihre Wunschkunden zu bekommen. Das ist so mein Ziel, das ist noch viel größer zu machen in den nächsten 10 Jahren. Und also eine richtig große Community aufzubauen. Ja, cool, das klingt sehr gut. Da triffst du bei mir genau ins Schwarze mit dem Seminar und das alles. Da bin ich voll bei. Ich bin mal gespannt. Was machst du? Aber du hast ja jetzt geschäftlich gefragt, ne? Wo ich mich in 10 Jahren geschäftlich sehe. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich den Rest ist ja mit Family und Kind. Und ich meine, wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, wie man Windel wechselt, ich denke mal, du bist da gerade in der Planung, in der Familienplanung. Nicht mehr ganz so weit weg, aber jetzt nicht akut. Okay, ja, siehst du. Ja, man muss ja auch, ich sag mal, wenn man so auf die 40 losgeht, ich kenne das ja, da muss man da ja auch mal drüber nachdenken. Ich bin schon Papa, also ich habe den ganzen Quatsch mit Windeln wechseln schon hinter mir. Ja, ich bin da schon, bin Gott sei Dank schon über diese Stufe hinaus. Ja, das ist aber ist schön, oder? Ist kannst du empfehlen. Der Anfang ist krass. Ja. Nein, der Anfang ist wirklich krass. Aber so jetzt, meine Maus ist jetzt 7 Jahre alt, jetzt ist zuckersüß. Also jetzt ist wirklich super schön. Aber so der Anfang, da denkst du echt, holla die Waldfee. Egal. Anderes Thema. Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Kamera hast du denn angefangen? Also auf professioneller Ebene jetzt, ne? Mhm. Da habe ich tatsächlich angefangen, erstmal mit der Sony Z5 damals noch. Das waren noch die DV-Bänder, wenn du es noch kennst. Ja, damit habe ich auch angefangen, ja. Genau, die DV-Bänder. Mini-DV, ja, damit habe ich Mini-DV, angefangen. Mini-DV, die Älteren unter euch werden es noch kennen. Da musste man auch noch in Realtime einspielen, ne? Und dann bin ich gewechselt, dann kam dieser Hype mit den Spiegelreflexkameras und Canon 550D war meine erste Kamera so in dem Bereich. Und es war eigentlich auch eine geile Kamera. Natürlich gab es da kein Slow Motion und so weiter, was wir halt heute alles kennen. Aber letzten Endes hat das total gepasst zu der Zeit. Wenn ich die Filme von damals angucke, so schlecht waren die eigentlich gar nicht. Ne? Du konntest schon sehr, sehr viel mit den Kameras machen. Und du brauchst heute auch nicht permanent eigentlich Slow Motion. Ne? Also letzten Endes, man sieht immer wieder, es kommt auf die Geschichte drauf an. Und theoretisch könntest du auch heute noch mit der Canon 550D einen geilen Film drehen. Ist immer noch. Das, ne? Ist so, ich meine, ja. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Ich habe natürlich andere Kameras, jetzt auch von einer Sony A7 III bis zu Red. Alle Möglichkeiten, aber theoretisch
Also käme wieder auf einen Versuch drauf an, mit der 550D nochmal einen Film zu drehen. So oldschool. Also das heißt, du hast jetzt zurzeit die Red und die A7S. A7 III hast du jetzt zurzeit im Angebot. A7 III. Ja, weil das ist so ein bisschen die tricky Kiste bei der Sony A7 III, dass sie manchmal überhitzt, ne? Da habe ich ein bisschen Schiss davor, ne? Das habe ich schon gehört von Ferdi und alles, dass die einfach ausstellt, und von Walter hat er das auch gesagt, dass er Angst davor hat. Deswegen nutzen die Canon. Aber ich habe mir so einen Ninja Flame geholt, so einen externen Rekorder. Und ich habe überhaupt kein Überhitzungsproblem. Ich habe noch die A7S, weil die Quali ist eigentlich die gleiche und die Komprimierung macht jetzt eh mein Ninja Flame. Und das kann ich jedem empfehlen. Das Teil ist voll geil. Also die Kamera wird auch nicht heiß, weil die Komprimierung macht ja das Gerät, das externe. Also das ist voll geil. Und die Quali ist der Hammer. Also wirklich. Das kommt ja hinterher nur darauf an, wie das komprimiert wird. Und wenn das zu zermatscht wird, dann kannst du natürlich auch kein geiles Bild draus bauen. Das ist ja logisch. Also umso weniger es komprimiert wird, umso bessere Bildqualität bleibt einfach erhalten. Und RAW zum Beispiel brauche ich jetzt nicht. Also ich habe es mal ausprobiert. Das ist einfach, die Datenraten sind ja, also so viel Speicher kann ich auch gar nicht. Also ja, so ist bei mir. Wir sind aber bei dir, und zwar Ausrüstung Programme. Was verwendest du? Was hast du da für Schnittprogramme? Also willst du mal auf die Kameras drauf eingehen, oder? Ich weiß ja gar nicht, wo haben wir denn aufgehört? Bei der Sony A7 III und der Red haben wir. Okay, ja, gerne, wenn du noch was zu ergänzen hast dazu. Also Ja, also ich glaube, also von der Sony A7 III habe ich zwei Kameras und die Red eben noch. Das ist so, klingt komisch, aber es ist eher mal eine Zweitkamera, die Red. Gerade auf den Eventfilmen ist es gut, wenn man schnell und flexibel ist. Mhm. Und da nutzen wir eher die Systemkameras und die Red dann für die absoluten Beauty-Shots. Ne? Genau, ja. Aber es ist schön, so eine Kamera noch in der Hinterhand zu haben, auf jeden Fall. Ja, das sieht doch geil aus, wenn du dann mit so riesen Klopper ankommst, dann. Ah, das ist meine. Ist ja schon, als wenn du so. Ja, ist so. Ist einfach so. Ist ja wie früher bei dem Fotografen. Wenn der da mit so einer kleinen Kamera ankommt, was ist das denn? Aber wenn du so einen riesen Okulit hast, dann, das ist der Fotograf. Ja, ich kenne auch so eine Produktionsfirma, die eigentlich mit kleinen Kameras dreht, und dann für den Kunden haben sie noch so eine alte Digibeta aufgestellt, damit es noch was Großes aussieht, aber natürlich ein völliger Schmarr. Ja, ist so eine Philosophie für sich, aber man kann mit der Red rumposen, aber ich mache es eigentlich gar nicht so. Es ist schön, sie zu haben, definitiv ist eine tolle Kamera, aber tatsächlich nutze ich mehr diese kleinen Kameras, weil ich halt einfach, ich bin mehr so der schnelle, wendige Filmemacher als jetzt dieser absolute Künstler. Ich bin eher so der, kennst du noch Ike Hässler? Ike Hässler, nee, Fußball. So, weißt du, der schnelle, wendige, der Dribbelkünstler. Ne? So. Aber das, ich habe jetzt mehrere Interviews gehabt, da waren zwei Kollegen, die hatten auch eine Red zum Film, zum sich selber filmen. Und das war kacke, weil jedes Mal dieser blöde Lüfter. Und das, wenn du kontinuierlich einen Geräuschton drin hast, den kannst du den rausnehmen. Aber wenn der immer mal wiederkommt, dann ist es scheiße, den zu entfernen. Und naja, also ich fand's doof, wenn die sich da, also die Quali war jetzt auch, muss ich ganz ehrlich, die Quali war nicht viel besser als die von den anderen DSLRs oder DSLMs, also. Ja, es kommt auf den Zweck drauf an, ne? Wenn du jetzt wirklich wenn du jetzt nur in der Post später einen LUT drüber legst, so, einfach so ein bisschen was, dann brauchst du es nicht, ne? Wenn du jetzt aber wirklich ganz viel im Color Grading noch machen möchtest und für Werbung und so weiter produzierst, dann ist es halt einfach wichtig. Aber klar, es kommt immer drauf an, für was es produziert wird, ne? Ja, cool. Schnittprogramm. Was für ein Schnittprogramm verwendest du denn? Ich nutze Adobe Premiere eigentlich schon seit meiner Anfangsphase. Mhm. Das war auch mein erstes Projekt. Das habe ich mit Adobe Premiere geschnitten. Und zwischendrin halt bin ich mal fremdgegangen mit Final Cut. weil beim Studium haben wir mit Final Cut geschnitten, mit Max. Mhm. Das war eigentlich auch okay. Ich find beide Programme gut. Die sind auch beide sehr ähnlich. Zumindest war damals Final Cut sehr ähnlich, also intuitiv. Und so mag ich es eigentlich auch. Also ich bin keiner, der mit Avid arbeitet. Das ist mir irgendwie zu kompliziert. Ja. Von daher, Premiere ist geil. Ja, finde ich gut. Finde ich auch. Ja, nur du hast als Betriebssystem, hast du ein Mac oder Windows? Windows. Dann hast du. Und fragen mich viele so, hey, warum machst du nicht Mac und so? Ach, ich weiß auch nicht. Das ist auch wieder, das ist natürlich nach Außenwirkung, Apple und so, aber ich weiß nicht, für mich muss das Ding funktionieren dafür bin ich so super happy mit Windows. Ja, ich habe jetzt von ganz vielen Kollegen aus diesem Interview, ich lerne da ja auch immer extrem viel raus, die haben alle gesagt, wenn du einmal umgestiegen bist
von Windows auf Mac und machst du mit Final Cut, dann willst du da nicht mehr weg, weil es einfach viel flüssiger läuft. Obwohl ja die Specs eigentlich viel beschissener sind bei Mac, aber es läuft einfach viel stabiler, weil da nicht so viel Sachen nebenbei laufen. Aber das, ich will es mal ausprobieren, ich bin mal gespannt. Weil Final Cut habe ich einmal gesehen, aber ich habe es selber noch nicht mitgeschnitten, aber ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Mhm. Also du bist auch bei Windows. Ich bin auch Premiere, Windows, genau das gleiche wie du, ja. Weil ich finde diese Kombo einfach cool, von du hast alles dabei, After Effects, Premiere, Photoshop, Audition, du hast alles einfach, um dieses Video perfekt zu machen. Mit Foto, mit Bild und allem drum und dran. Und After Effects finde ich einfach schon hammer mega geil. Also das ist schon das Programm, was ich liebe. Also das ist richtig cool. Ja. Was möchtest du denn noch kaufen? Was steht denn noch so auf deiner Agenda, auf deiner Wunschliste? Ich überlege gerade, die Mavic 2 werde ich mir wahrscheinlich holen, weil es schon nochmal ein Qualitätsstep ist von der 1er. Ja. Plus so Hyperlapse aus der Luft, also Drone-Lapse, ist halt einfach nochmal intuitiver. Ne? Es geht sicherlich auch mit der 1er, aber es ist, ich liebe es einfach, wenn es so intuitiv wird. Ne? Also von daher ist die Mavic, die ist auf dem Zettel. Ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr, sehr happy mit dem Equipment, das ich habe. Ja? Mit Ronins und allem drum und dran, muss ich sagen. Hast du alles? Weiß ich gar nicht. Ich habe alles, auch an Licht. Da habe ich also diese Nanguang LEDs mittlerweile. Vorher hatte ich mit Dedo Light gearbeitet viel, mit den Softboxen, aber mittlerweile habe ich auch viel diesen Nanguang, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein sehr guter Anbieter, finde ich. Also weil du einfach so, du kannst schnell, flexibel arbeiten, hängst einfach einen Akku hinten dran und ist bezahlbar und bin ich sehr, sehr happy damit. Also auch, klar, Licht ist einfach wichtig. Mit Ton, ich bin eigentlich rundum happy gerade mit meinem Equipment. Ja, das ist doch cool. Ja, das hört man nicht oft. Die meisten sagen, ja, ich habe da noch so eine riesen Liste. Ja, cool. Workflow, wie berechnest du denn deine Arbeitszeit? Also wie viele Tage rechnest du jetzt? Du hast jetzt ein Event gefilmt. Da kann ich ja eigentlich gar nichts. Die Frage ist eigentlich doof, weil du schneidest es ja schon am gleichen Tag und zeigst es abends schon. Also ich stelle mir diesen Workflow extrem stressig vor, dass du da, du hast ja noch nicht mal mehr Zeit, um dann Backup zu machen von den Dateien, oder? Doch, mache ich schon. Also es ist ja auch nicht jedes Mal am selben Tag, manchmal auch am Tag darauf. Aber das heißt einfach, dass ich sehr dosiert drehe. Ne? Ich weiß eigentlich genau, was ich brauche. Wir sind meistens dann zu zweit, zu dritt unterwegs und jeder hat genau von mir ein Briefing, was er zu drehen hat. Also das heißt, wichtig ist eine gute Vorbereitung. Ich überlege mir natürlich schon so ein bisschen das Skript für den Eventfilm. Das Musikbett ist schon angelegt. Wann, wo, welche Szene kommen sollen, mit trotzdem einem Spielraum für Spontanität, völlig klar, weil alles will ich auch nicht durchplanen. Aber ich habe, glaube ich, sehr gut im Kopf, was ich brauche und wenn wir es gedreht haben, was wir dann auch eben nicht mehr brauchen, weil wir es im Kasten haben. Und das heißt, worauf es ankommt, ist einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung, ein sehr gutes Zeitmanagement, eine gute Organisation im Team, eben wer was drehen muss. Dann auch ein guter Post-Workflow, völlig klar. Und letzten Endes auch so, dass ich schon quasi im Kopf dann vorschneide. So dass ich wirklich dann on point im Schnitt schon weiß, welche Szenen ich wo brauche. Zum Beispiel bei einem O-Ton, wenn ich ein Interview mache, macht es bei mir immer so bei einem Satz dann Klick. Ah, okay, den nehme ich auf jeden Fall. Der ist quasi schon in meinem Kopf reingeschnitten. Ne? Und dann muss ich gar nicht mehr das ganze Interview durchgehen, sondern weiß genau, okay, diese eine Szene war es. Ne? Also es heißt auch, sehr, sehr aufmerksam sein beim Drehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann brauchst du am Ende nicht so viel Zeit. Ne? Sehr cool. Ja, da hast du eigentlich schon alles mit beantwortet. Sehr coole Tipps. Vielen Dank. Weil das macht eigentlich auch Sinn. Also ich mache das wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit filme und ich nehme auch Interviews auf, das ist so ein bisschen ein Überraschungsgimmick bei mir, bei den Hochzeitspaaren von den Gästen, weil das hat man dann nur an dieser Hochzeit. Und diese Fetzen, die man dann aufnimmt, dann weiß man auch sofort beim Drehen, ich nicke dann immer so fleißig, ich denke mir, geil, das nimmst du. Das ist das schön so als Opener oder so, da ist er wieder weg. Ich check nur zwischendrin mal mit der Cam, das ist... stimmt, die hat gar kein Flip-Display, oder? Die hat. Nee, das ist ein Nachteil, ja. Nächstes Mal stelle ich einen Spiegel hinten dran und sehe es. Ja, oder so, ja.
Aber wie gesagt, dieser Ninja Flame, ich bin da total begeistert. Voll geile Quali, da hast du alles, siehst du dran, das ist wirklich cool. Ja. Was auch noch wichtig ist, gerade wenn es schnell gehen muss, bye-bye Perfektionismus. Ne? Also, dass man sich dann nicht verkünstelt. Erstmal so grob die Story-Struktur in die Timeline reinbringen und dann später, wenn du siehst, du hast noch Zeit, dann kannst du dich verkünsteln. Aber wenn der Film laufen muss am Abend, dann hat Prio 1, das Ding muss fertig werden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und was bringt es dir, wenn du eine Stunde später fertig wirst, aber der Film nochmal 10% schöner ist, dann ist das Ding nicht gelaufen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man definitiv immer die Zeit im Blick hat. Und gerade wenn er am Abend gezeigt wird, sei es jetzt bei einer Hochzeit, wie jetzt bei dir, wenn du auf der Hochzeit dann den Film zeigst, vieles nimmt ja der Zuschauer so gar nicht wahr, als wenn da jetzt mal ein handwerklicher Fehler drin ist. Ja, das sehen dann die Filmemacher, aber ein Laie sieht es in dem Moment nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn der Film am Abend fertig sein soll. Natürlich, wenn wir den Film im Nachhinein fertigstellen, dann sollte man sich schon nochmal hinsetzen, nochmal eine Extraschicht, damit das Ding wirklich schön poliert ist. Das ist völlig klar. Aber wenn das Ding am Abend gezeigt wird, dann ein bisschen von dem Perfektionismus verabschieden. Genau. Weil das ist auch, aber auch so, wenn ich mir einen Film später angucke oder ein Video später angucke, dann finde ich immer noch Fehlerchen, wo ich dann sage, ja, da hätte ich das vielleicht noch, da hätte ich dies noch und bla bla bla. Man findet im Nachhinein immer noch irgendetwas. Und ich finde es genau richtig, wie du sagst, weg vom Perfektionismus, weil das behindert dich nur. Es bringt dich überhaupt nicht weiter. Aber das ist halt ziemlich schwierig, das auch zu üben, dass man da wegkommt. Nächstes große Thema. Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Also zum einen natürlich ist es wichtig, sich jetzt mit Social Media auseinanderzusetzen, völlig klar. Ne? Also weil das ist einfach, das ist ja die Zukunft. Das ist völlig klar. Ich glaube, da sage ich nichts Neues, wenn man sich mit YouTube beschäftigen soll, mit Instagram und so weiter. Da ist einfach wichtig, glaube ich, eine Kontinuität reinzubringen, einen Mehrwert zu liefern. Und den Draht zur Community einfach aufbauen, dass man kommuniziert. Und auch im Kopf behalten, wer ist denn meine Zielgruppe, wen möchte ich denn ansprechen? Ja? Will ich jetzt andere Filmemacher ansprechen oder möchte ich Kunden ansprechen? Ja? Dann muss ich natürlich einen ganz anderen Ton finden und einen ganz anderen Content liefern. Ich habe ja zum Beispiel zwei unterschiedliche Gruppen, ne? Also Zielgruppen. Das sind zum einen die selbstständigen Kreativen, die sich besser positionieren möchten über Video. Die muss ich natürlich anders ansprechen als meine Eventfilmkunden, als meine zukünftigen. Ne? Das ist völlig klar. Und ich merke halt bei den Eventfilmkunden, da geht einfach noch viel über Offline. Das heißt, ich muss mein Netzwerk pflegen, ne? Definitiv. Und der Kunde kauft über Vertrauen. Und da ist nichts wertvoller, als den direkten Draht zu pflegen, auch mal Leute anzurufen, auf Netzwerktreffen zu gehen und so weiter. Also ich glaube, das ist nach wie vor unbezahlbar. Ich habe jetzt vor kurzem einen Produzenten getroffen in Florida, mit dem ich viele Dokus auch schon gedreht habe, Tokyo Hotel, Anastasia und so weiter, letztes Jahr. Und der hat halt die ganzen Drähte und der ruft immer an. Oder er trifft sich mit den Leuten. Er kommt auch aus einer anderen Zeit, aus dieser Offline-Welt. Aber das sollten wir nicht vergessen. Trotz allen Online-Möglichkeiten, pflege offline dein Netzwerk. Das ist die Riesenchance. Ne? Denn wenn du face-to-face vor einem sitzt, dann hat er keine Auswahlmöglichkeiten. Dann bist du exklusiv für ihn. Ne? Und das ist deine große Chance, den Deal abzuschließen. Also das sollten wir trotz aller Online-Möglichkeiten auf keinen Fall. Sehr cool. Wenn du jetzt im Gespräch sitzt, face-to-face, wie bereitest du dich denn aufs Gespräch vor? Also ich beschäftige mich natürlich vorher mit der Person. Also was finde ich über Google oder was weiß ich bereits? Höre mich um. Was sind vielleicht auch, keine Ahnung, seine Hobbys? Was mag er denn besonders? Steht er auf Autos? Whatever. Aber dass man auch mal außerhalb des Businesses irgendwie so eine Gesprächsbasis findet. Und dann möchte ich mich natürlich damit beschäftigen. Das sind vielleicht auch Fragen vorab, die man schon stellen kann. So, was wollt ihr denn mit dem Film erreichen? Ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht so seinen eigenen Stempel nur permanent drauf drückt, so Schema F-mäßig, so das habe ich dir zu sagen, sondern dass ich lerne, den Kunden zu verstehen. Jeder Kunde ist anders. Ich habe schon so viele unterschiedliche Kunden erlebt und jeder hat ja auch ein anderes Ziel und jeder tickt auch anders. Also ich glaube, gerade am Anfang ist es auch wichtig, eher mal Fragen zu stellen, ne, um denjenigen kennenzulernen.
Und dann, naja, vielleicht schon mal im Vorhinein so ein bisschen zu antizipieren, was könnten die Antworten sein, beziehungsweise was könnte er denn wollen. Und daraufhin natürlich vorbereiten, was kann ich dem denn liefern? Also was habe ich im Petto? Was habe ich auch vielleicht schon an Erfahrungen in dem Bereich sammeln können? Was habe ich vielleicht auch an Filmbeispielen? Welches Filmbeispiel könnte denn auch passen zu demjenigen? Ja, wenn jetzt jemand ein Marketing, einer auf mich zukommt, der macht eine Marketingveranstaltung, dann kann ich dem natürlich schon mal den einen oder anderen Film zeigen, den ich bereits gemacht habe. Das heißt, er kann sich schon mal vorstellen, wie könnte denn mein Film aussehen? Das ist so, also so einfach so antizipieren, wo könnte es denn hingehen? Was erwartet mich denn vor Ort und was ist das für ein Typ? Was finde ich da vielleicht auch schon im Netz darüber? Vor allem, das macht ihn ja auch ein bisschen attraktiver, wenn er sieht, okay, du hast dich schon vorbereitet. Wenn der sieht, okay, der Mann hat sich Gedanken gemacht und nicht einfach so, ja, erzähl mal, sondern der kommt schon in Vorbereitung ins Gespräch. Das bringt dir auf jeden Fall, glaube ich, schon viel Pluspunkte, ja. Zuhören, vorbereiten und dann läuft das, glaube ich, auch schon, ja. Du gehst ja selber auch mit einem anderen Gefühl rein, ne? Weil du dich einfach schon mal mit ihm auseinandergesetzt hast. Also ich würde nicht blauäugig einfach in einen wichtigen Termin reingehen und sagen, ja, es wird schon. Ich glaube schon, dass ich mittlerweile eine ganz gute Erfahrung habe, auch eine gewisse Ruhe. Aber man sagt ja, Vorbereitung ist das halbe Leben. Und ich glaube, das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, wenn du dich mit der Person auseinandersetzt, ne? Und dann auch mit dir, Sven. Natürlich habe ich vorher geguckt, was macht denn der Sven da, ne? Wenn er mich jetzt anfragt für ein Interview, dann ist es auch wichtig, einfach so zu gucken, was macht denn der Sven? Was ist das für ein Typ, ja? Was finde ich darüber? Ist mir der überhaupt sympathisch? Will ich mich überhaupt mit dem auseinandersetzen? Ist ja auch so ein Punkt, ne? Und ist ja auch generell spannend zu sehen, was gibt es hier für andere Menschen, was bauen die auf, wie ist deren Business, wie ticken die. So geht es mir auch mit diesem Podcast. Ich lade Leute ein, die mir sympathisch sind, weißt du? Deswegen, du bist mir auch super sympathisch, super ehrlich und das hat mir, wo ich das gesehen habe damals beim Wald, habe ich gesagt, ey, den muss ich auch unbedingt fragen zum Podcast, weil du mir sofort sympathisch warst. Und das ist einfach das Coole und das macht einfach Spaß, wenn du dir dann selber aussuchen kannst, mit welchen Leuten du auch weiterhin arbeiten möchtest. Absolut, ja. Und ich merke auch, wenn ich jetzt für einen Kunden zum Beispiel einen Film gemacht habe, der mir sympathisch ist, und dann passiert es ja auch öftermals, dass ich dann über deren Kreise dann weiterempfohlen werde. Und dann ist oftmals die Erfahrung, okay, die Leute, die an deren Hand sind, die sind auch irgendwo, die ticken ähnlich, das könnte gut passen. Ne? Also wenn du in so Kreise reinkommst und dann spreadet sich's, dann weißt du schon, okay, das kommt aus der richtigen Ecke. Ne? Also ich habe schon auch immer geguckt, wohin orientiere ich mich? Wie stelle ich meine Weichen? Ich hätte auch damals nach dem deutschen Sportfernsehen, nach dem Praktikum, ich war dann freier Mitarbeiter, ich hätte dort auch bleiben können. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, oh nee, das ist nicht so meine Ecke. Und wenn ich mich jetzt da weiter reinfuchse, reinarbeite, hocharbeite, dann kriege ich auch nur aus der Ecke dann weitere Aufträge. Und das ist dann die falsche Karriereleiter, die ich da hochklettere. Und es ist nicht gut. Ich komme zwar hoch, aber ich sehe dann, wenn ich oben angekommen bin, scheiße, ist die falsche Leiter. Also immer wieder hinterfragen, wo bin ich denn unterwegs? Von welcher Ecke möchte ich Aufträge? Also schon immer wieder, wenn du Projekte angehst, hinterfragen, warum mache ich das? Warum mache ich dieses Projekt? Klar, entweder bringt es mir Kohle, macht es mir Spaß, sind es die wichtigen Kontakte, ist es eine geile Referenz aus der Ecke? Also immer wieder hinterfragen, so was mache ich denn hier eigentlich? Ne? Und warum mache ich es? Warum? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Sehr cool. Jetzt habe ich so ein Sinnbild, dass du irgendwann auf der Leiter stehst und denkst, scheiße, eigentlich wollte ich da hinten hin. Ja, das ist sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja, musst du erstmal da runter oder rüber hüpfen oder so, aber es ist ein Act, ja? Genau. Und Drahtseilakt ist meistens der Absturz hochprogrammiert. Wie berechnest du denn deinen Preis? Jetzt hast du hast jetzt ein Kundengespräch, du gehst jetzt dahin und du hast ja vorher dir aber schon Gedanken gemacht, ich brauche das zum Leben, ich muss da das Equipment von kaufen und ich muss das haben als Gewinn. Wie berechnest du das denn, dass es für den Kunden auch fair ist? Also ich würde jetzt von dir keine Zahlen, einfach nur, wie du das machst. Ich glaube, es ist eine Entwicklung. Ich bin weg von diesem so klassischer Tagessatz, so eine Stunde kostet so viel oder so. Ne? Ich denke mir eher, was ist das Produkt am Ende wert? Mhm. Und am Anfang natürlich fängst du bei 2.000, 3.000 Euro Budget an, wenn überhaupt, dann bleiben vielleicht 700, 800 Euro hängen. Das war aber erstmal natürlich, um irgendwie Referenzen zu sammeln. Und das Ziel muss einfach sein, von Mal zu Mal ein Schrittchen höher zu gehen. Das muss das Ziel sein. Ne? Und was ist ein Film wert? Also ich meine, ich kann sagen, ja,
ein Film fängt bei 2.000, 3.000 Euro an und du siehst ja, was für eine Range da ist. Beim Fernsehen oder bei, nicht Fernsehen ist ein schlechtes Beispiel, aber in der Werbung oder im Kino, da geht es dann in die Millionenbereiche. Ne? Und natürlich informiert man sich auch, was wird denn wo ungefähr gezahlt. Ne? Und beim Fernsehen brauchst du eigentlich nicht mehr anfangen. Ich weiß ja, aber du kennst wahrscheinlich auch die Preise, Sven. Beim Fernsehen Tagessatz, gerade als Kameramann, das ist halt, es dümpelt mittlerweile echt unten rum. Also natürlich sollte man sich, glaube ich, vorher einfach Gedanken machen, in welchem Markt ist denn Geld vorhanden? Natürlich nicht nur die Geldfrage, sondern auf welchen Markt habe ich auch Bock. Ne? Aber klar, wir sind dann so in zum Beispiel in den Golfbereich reingeschlittert, Golf-Events. Und natürlich im Golfbereich ist Geld. Ne? Oder bei Autos ist Geld. Ja? Oder jetzt Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer. Das sind Bereiche, Märkte, wo Geld verdient wird. Sagen wir mal einen Bereich, wo kein Geld verdient wird. Also das ist zum Beispiel Fernsehen. Das ist immer, wo es schmal ist. Print. Print ist zum Beispiel auch. Also so bei so einem Online-Verlag, Zeitungsverlag, da, wenn du dafür produzierst, so Bewegtbild-Content, da wird nicht viel rüberkommen. Ne? Und also einfach orientieren, in welchem Markt ist Geld vorhanden und versuchen mit jedem Projekt eine Schippe draufzulegen. Das muss schon das Ziel sein, dass man mit jedem Projekt mehr verdient. Ja, sehr cool. Ja. Weil ich auch sagen möchte, wir werden ja auch mit jedem Projekt besser. Das ist ja der Punkt. Ne? Also das sollte das Ziel sein. Also mein Ziel ist es, mit jedem Film besser zu werden. Also ist es doch auch die logische Folge, dass ich dann mehr verlangen kann. Also das heißt, jeder Kunde möchte ja auch einen Dienstleister, einen Partner, der sich weiterentwickelt. Das heißt, er wird besser, aber klar ist doch auch, er wird natürlich auch teurer. Ist doch völlig klar. Du hast ja deinen eigenen YouTube-Kanal gestartet und was war denn so die Idee und das warum du damit angefangen hast? Ja, also erstmal bin ich total eigentlich blauäugig in die Sache reingegangen. Ich war damals 2016 auf dem Business Bootcamp, Ende 2016 bei Calvin Hollywood, wird der vielleicht auch was sagen. Mhm. Genau. Und es war ja für mich so der Punkt, ich war mega erfolgreich mit der Filmerei, Eventfilmen und das war so ein bisschen auch so der Peak, wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt ist so eine langsame, so eine Sättigungskurve, weil viel mehr Events kannst du nicht mehr machen. Und pass auf, dass du jetzt nicht satt wirst. Dass irgendwie das Feuer ausgeht. Und dann habe ich gemerkt, ich muss irgendwie mal resetten, mal einfach mal hinterfragen. Und dann kam dieses Business Bootcamp mit Calvin Hollywood. Und ich wollte einfach mal wieder so outside the box denken. Das war wichtig für mich. Und dann hat Calvin auf diesem Bootcamp in der Dominikanischen Republik dann gesagt, Clemens, bist ein guter Filmemacher, definitiv. Aber es gibt natürlich auch andere gute Filmemacher da draußen. Das, was dich auszeichnet, ist deine Personality. Und da musst du viel mehr rausgehen. Bis dato war ich einfach immer nur hinter der Kamera. Ne? Und die zweite Sache, die er gesagt hat, Vlog ist die Zukunft. Vlog ist die Zukunft. Für mich war damals Vlog halt einfach so YouTuber. Ne? Also, das war für mich komplett weit weg. Habe ich mir nicht vorstellen können. Aber die zwei Sachen, die er gesagt hat, haben halt in mir gearbeitet. Und dann stand eine Weltreise auf dem Programm mit meinem Kumpel, mit dem Chris. Und waren 2 Monate unterwegs, Neuseeland, Hawaii und so weiter. Und habe ich gedacht, ach komm, jetzt fangst du einfach mal an mit dem Vloggen. Haben wir so eine kleine Canon Leica gekauft. Liegt hier jetzt noch rum. Die ist schon fast antik. So eine kleine Kamera. Machst halt einfach an und dann läuft die Show. Ne? Du drückst einfach nur noch aufs Knöpfchen und bist halt super weitwinklig. Ne? Aber du musst dafür nichts groß können. Und also für dieses ich filme mich mal selber eigentlich ein guter Startschuss. Und dann habe ich einfach mal auf dieser Weltreise dann einen Film nach dem anderen gemacht. Da ging es halt einfach um meine Reise. Am Abend dann hingesetzt und was geschnitten und hochgeladen. Erstmal nur auf Facebook. Und da so langsam eine Community aufgebaut und gemerkt, oh krass, das interessiert ja die Leute. Die bleiben ja richtig dran und es hatte echt eine richtig gute Reichweite nach relativ kurzer Zeit. Also ich glaube, da waren dann nach 3-4 Wochen waren da schon 1.500 Follower am Start und die Videos wurden schon über 1.000 Mal angeguckt. Also das war schon cool und hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich habe natürlich dabei auch sehr, sehr viel über mich selber kennengelernt. Also das ist das Geile am Vloggen, dass du krass reflektieren kannst. Du siehst am Abend,
am Schneidetisch so, wie wirkst du denn, wie ist deine Rhetorik, was erzählst du eigentlich für einen Müll oder oh, das war jetzt vielleicht ganz gut. Also es ist sehr, sehr spannend, man lernt da sehr viel über sich selbst. Und nach der Reise habe ich mir dann gedacht, so okay, es ist eigentlich schade, wenn du jetzt damit aufhörst. Jetzt musst du halt nur gucken, wie du irgendwie die Kurve bekommst, ne? Dass die Leute auch dranbleiben. Es geht ja jetzt nicht mehr um die Reise, sondern es geht jetzt eigentlich um meine persönliche Reise. Und da musste ich mir natürlich was überlegen und das ist dann so nach und nach gewachsen. Also natürlich YouTube-Kanal aufbauen und letzten Endes ist jetzt dadurch so das Coaching entstanden, dass ich anderen Menschen das Vloggen beibringe oder sich selbst zu vermarkten. Dadurch ist jetzt ein Online-Kurs entstanden, wo es halt direkt in die Praxis reingeht, wo es ein Workbook gibt, wo man quasi, nachdem man das Video von mir gesehen hat, also wie ich drehe, wie ich schneide, dann direkt eine Praxisaufgabe bekommt zum Beispiel. Ne? Also es ist nicht einfach nur ein Online-Kurs, sondern wirklich so ein Umsetzungskurs. Und das war mir halt wichtig, dass man halt sagt, okay, ich habe nicht danach eine tonnenlange oder eine ewig lange To-Do-Liste, sondern ich habe es eigentlich schon während des Kurses abgearbeitet und einen Lerneffekt. Und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich nicht einfach irgendwie Content nur vermittle, sondern dass ich Leute ins Handeln bringe. Und das sind natürlich alles Dinge, die so nach und nach entstanden sind durchs Vloggen. Aber Vlog war halt so der Ursprung des Ganzen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Reise, muss ich sagen. Macht richtig Spaß. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man Leidenschaft entwickelt und dass man es nicht irgendwie nur sagt, ich mach's, do it for the money. Ne? Also Leidenschaft ist der Ursprung und dann entstehen aber sehr, sehr schöne Sachen daraus. Cool, sehr, sehr schön. Also perfekt, perfekt vorgetragen, also sehr, sehr gut ausführlich erklärt. Macht sehr viel Spaß. Ich habe diesen Vlog-Kurs auch schon kurz gesehen. Ich habe mir, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht geholt, aber es ist, ich möchte es auch mal gucken, möchte auf jeden Fall mal reinschauen. Ich werde das unten natürlich verlinken, ihr könnt es gerne anklicken, könnt ihr mal angucken. Ich finde dich, wie gesagt, sehr sympathisch und deswegen würde ich diesen Kurs auch jedem empfehlen, und da mal reinzuschauen, ja. Machen wir mal. Und ansonsten erstmal auch für die Leute, die jetzt sagen, ist interessant, was er erzählt, zum Weiter kennenlernen, auch einfach mal den YouTube-Kanal abonnieren und da kommt jeden Sonntag ein neues Video zum Thema Vlog, zum Thema Vermarktung. Einfach Clemens Bittner, kannst ja auch verlinken auf YouTube. Mach ich. Und jetzt steht die Florida-Staffel an. Also ich war in Florida und da gibt es einen Augenschmaus. Ja, cool. Nein, ich habe dich ja sowieso schon abonniert. Ich will ja auch wissen, was du machst. Das ist ja logisch. Ja, sicher. Cool. Aber kommen wir zum Ende. Schnellfragerunde. Bist du bereit? Also du musst einfach nur die folgenden Sätze einfach ergänzen. Du hast es ja wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Einfach. Ja. Die erste Frage wäre, die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Guter Content, den Mut vor die Kamera zu gehen und erstmal in der Kürze liegt die Würze. Erstmal. Wenn du deine eigene Kamera zusammenbauen könntest, was für Fähigkeiten hätte die? Ähnlich wie die Sony A7 III, nur dass sie keine Sensorflecken bekommt und das ist es, glaube ich. Ansonsten ist es fast die perfekte Kamera für mich. Vielleicht noch die Farben von Canon. Dann wäre ich richtig happy. Ja, ich habe jetzt einen Kollegen, hat mir einen coolen Link dazu geschickt, zu einem LUT, der die Farben von Canon simuliert. Da gibt es jemanden, der ist okay. Von Sony, der hat so ein cooles LUT entwickelt aufgrund von dieser ja, ich weiß nicht, ich wollte da noch, da war ich eigentlich gerade dran, diesen Blogbeitrag zu schreiben. Und ich mach das noch mit unten rein und dann könnt ihr das mal sehen. Also ist eigentlich, weil das ist auch das, was mich interessiert, weil diese Hauttöne von Canon sind unantastbar und unvergleichlich. Und das kann man aber mit diesen LUTs kann man das simulieren. Man kommt natürlich nicht so dran, aber es sieht relativ ähnlich aus. Schnellfragerunde. Dein Lieblingsbuch ist? Boah, mein Lieblingsbuch. Boah, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt so ein paar, aber ich habe nicht so dieses eine Buch. Ich bin gerade bei Reicher als die Geissens oder Reicher als die XXX, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr spannend, aber ich bin noch nicht durch. Aber das ist schon sowas, was momentan für mich sehr, sehr wichtig ist. Also dieses Thema mit Geld beschäftigen. Da ist auch zum Beispiel ein cooles Buch, Rich Dad, Poor Dad, wo man einfach so ein bisschen mal sieht, so warum ist der eine reich und der andere arm? Und Geld ist für mich einfach Freiheit. Und ich will nicht in Zukunft viel über das Geld nachdenken müssen. Oder keine Sorgen haben deswegen, weil das hatte ich schon und das ist nicht cool.
Und deswegen ist es sehr, sehr viel wert, dass wir uns neben der Kunst, neben der Kreativität, wir lieben es, Filme machen, aber dass wir uns natürlich mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Und da sind diese beiden Buche, Rich Dad Poor Dad und Reicher als die XXX, sehr, sehr cool. Darf man das jetzt nicht mehr sagen, Reicher? Aber ich habe das Buch auch. Ja, ich glaube, die haben sich jetzt wieder geeinigt, aber wer weiß, wie es morgen ist. Okay, wir machen einfach so, so ein Piep oder so ein Boop, gibt es auch, naja, ist egal. Dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat, ich weiß nicht, von wem es ist, aber die wahre innere, jetzt hörst du gerade vielleicht die Kaffeemaschine. das ist eigentlich eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe in Pakistan, als einer fast gestorben ist wegen einem Attentat und dem Ganzen getrotzt hat. Also ist eine Kirche in die Luft oder eine Moschee in die Luft gesprengt worden und danach wollte erstmal keiner in diese Moschee und er hat gesagt, so am nächsten Morgen nach dieser Bombe machen wir hier eine Veranstaltung und hat dem Ganzen quasi getrotzt. Ne? Und das war natürlich sehr, sehr mutig, weil es hätte ja wieder ein Attentat geben können. Und dann hat er gesagt, die wahre innere Stärke zeigt sich erst in Zeiten der größten Krisen. Das ist sehr, sehr hängen geblieben für mich. Sehr cool, ja gut, das ist natürlich mit dem Ereignis zusammen, ist das natürlich... Aber kann man für alles übertragen, ne? Ich habe das zum Beispiel zitiert in meinem Film über meine größte Krise und da zeigst du, wenn du richtig die Faust in die Fresse bekommst, dann ist entscheidend, wie du damit umgehen kannst. Und da zeigt sich die innere Kraft, also für jeden Lebensbereich umsetzen. Und das ist auch, ohne diese Bücher gelesen zu haben, also ich habe diese Bücher auch, ist das aber so der Kerninhalt des Buches, dass wenn du hingefallen bist und wenn du dann wieder aufstehst, erst dann, und das Coole ist zum Beispiel, wenn man das vergleicht, da war einer, der hat verglichen Amerika und Deutschland und der hat gesagt, in Deutschland ist es in einem Unternehmen nicht erwünscht, wenn du auf die Fresse gefallen bist und in Amerika ist es sogar sehr gewünscht. Wenn es da heißt, du bist schon dreimal pleite gewesen, dann nehmen die dich mit Kusshand, wo die in Deutschland ja, die Hände schütteln, den Kopf schütteln und sagen, du bist ja schon dreimal pleite, der hat ja keine Ahnung. Doch, der hat richtig Ahnung, wie es läuft, weil der ist ja schon dreimal pleite. Ja. Das ist noch so der große Unterschied. Da könnten wir uns eine große Scheibe von abschneiden, ja, dass man durch Misserfolg viel, viel mehr lernt als durch Erfolg. Deswegen, das Krasse ist zum Beispiel bei vielen Akademikern, sehe ich dann immer, die wollen dann, sind fertig mit dem Studium und haben Gehaltsvorstellungen jenseits von Gut und Böse, wo ich mir dann auch denke, logisch kann der Chef dir das, wird der Chef dir das auch nicht zahlen, weil du hast zwar theoretisch auf dem Blatt Papier stehen, was du alles kannst, aber du hast keine Praxiserfahrung, du weißt nicht, wenn es mal schief läuft, was du dann machen sollst, weil im Buch steht nämlich nicht drin, wie es, wenn es schief läuft, was machen, sondern da steht immer nur drin, rein theoretisch, wie es funktioniert. Und das sind noch zwei Welten. Absolut, deswegen war ich gerade so ein bisschen auch am Stutzen, wo du gefragt hast, was ist mein Lieblingsbuch. Ich nehme da schon auch viel an Wissen mit, aber ich glaube, der beste Lehrmeister in meinem Leben ist tatsächlich mein Leben. Ist das Leben. Da zehre ich am meisten Erfahrungen. Das haftet natürlich ganz anders im Inneren. Deswegen auch die persönliche Erfahrung jetzt in Pakistan mit dem Zitat, sowas verbinde ich halt nochmal mit einem persönlichen Erlebnis. Dadurch ist es viel tiefer in mir verankert. Das ist so. In 5 Jahren werden Videos? In 5 Jahren werden Videos komplett deine Timeline überschwemmen. Also du wirst nur noch Videos sehen. Vor allem, weil das Internet immer schneller wird. Das heißt, heute haben wir ja noch teilweise Edge. Wir sind noch im Edge-Land. Und das wird sich definitiv ändern, hoffe ich. Aber es wird so sein. Und dann wirst du von überall aus permanent Videos sehen können. Und deswegen ist es unumgänglich, sich mit Video zu beschäftigen, definitiv. Sonst verpasst man den Zug und besser jetzt anfangen als zu spät. Dein Vorbild ist? Mhm. Wenn man es jetzt global sieht, ist es Freddie Mercury, Sänger von Queen. Also hat jetzt nichts mit dem Filmemachen definitiv zu tun, aber was die Kunst angeht, was den Mut angeht, neue Dinge zu wagen, einfach mal mit einer Opernsängerin ein Duett aufzunehmen, was sich kein anderer getraut hätte und nicht immer nur Schema F zu machen. Das bewundere ich, die Kreativität, gigantisch.
Also das begleitet mich mein ganzes Leben lang und ist mein Vorbild Nummer eins. Super cool. Ich danke dir tausendmal für dieses coole Interview. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ich habe also viel wieder gelernt. Wie kann man dich denn erreichen? Hast du eine Webseite, eine E-Mail-Adresse oder? Website ist clemensbittner.de oder für die Seite von der Firma ist www.bittnerproductions.com. Ansonsten über die Social Media Plattformen, Facebook, YouTube. YouTube ist jetzt gerade für mich so mein Wohnzimmer oder wird es gerade. Also einfach Clemens Bittner eingeben auf YouTube und da gibt es dann die ganzen Videos. Jede Woche ein neues Video, kannst du einfach verlinken. Und für die Leute, die sagen, oh, ich will direkt auch loslegen, ich habe Bock, mich über Video zu vermarkten, da gibt es dann den Vlog Online-Kurs. Findest du aber auch auf clemensbittner.de. Kostenloses E-Book gibt es auch noch. Also, man findet genügend. Ja, cool. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich werde einige von euch drauf gucken, weil da bin ich auch drüber gekommen, über den lieben netten Walter. Dadurch habe ich dich kennengelernt und so geht es immer weiter mit dem Netzwerken, mit dem Vernetzen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dieser Podcast, diese Folge. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Nochmal, vielleicht, wenn er Bock drauf hat, sagt er, das hat uns gefallen mit Clemens oder so, dass ich möchte gerne noch mehr wissen, schreibt es rein. Vielleicht machen wir nochmal ein Video draus. Vielleicht, mein Wunsch wäre, dass wir uns auch mal live irgendwann alle mal treffen. Und das ist aber noch in Planung. Das ist Ende des Jahres soll das so stattfinden. Aber das ist halt noch alles so in Vorarbeit. Und ich danke dir recht herzlich, dass du Zeit hattest. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, super, danke schön, cool.